Wir fliegen jetzt mal mit dem hier raus, komm. Nein! Was? Ich bin so Trottel! Hallo und herzlich willkommen, hier ist Gustav mit F und heute wieder mit einer neuen Black Ops 3 Ekel-Schmeckel-Würstchen-Challenge. Junge, habe ich euch was vorbereitet. Ah, ich kann nicht aufhören zu grinsen, wenn ich nur, wenn ich nach rechts gucke. Natürlich haben wir hier unsere wunderschönen drei Würstchen. Warte mal, warum nur drei? Ich breche trotzdem ab. Gottgleich. Denn ich habe die vierte Wurst schon vorbereitet als die Strafwurst. Das sieht einfach schöner aus. Ja, ihr habt eine wunderschöne Wurst mit Zucker. Das sieht so fantastisch aus. Ich habe sofort Lust reinzubeißen. Warte, nicht. Ich würde mir gerne ersparen, diese Wurst zu essen. Wenn ich da schon reingucke, ne? Nee. Baut's nach Senf. Oh, yeah. Deckel. Wurst. Essen. Aber die Wurst will ich echt nicht essen, Alter. Und was ich hasse, ist, dass ich ständig Alter sage. Ich will das gar nicht sagen, aber es rutscht mir so raus. Heutige Challenge, super geil. Ich wollte mir... Kurze Zwischengeschichte. Ich habe mich eben aufgewärmt und ich hatte schon die GI-Unit ausgewählt, weil ich weiß nicht, ich habe mich irgendwie auf Du bist mein Robocop vorbereitet und ich war so am Verzweifeln. Ey, ich kann das gar nicht, das Spiel. Das fuckt mich richtig ab, wie alle rumspringen, ne? Und ich hätte so richtig schlechte Laune bekommen, weil ich dachte, da wirst du niemals hinkommen. Bis ich dann irgendwann gedacht habe, warte mal, es ist ja die Ekel-Schmeckel-Würstchen-Challenge. Und dann habe ich gedacht, oh mein Gott, also können wir wirklich mal Spaß haben. Spaß haben ist das Stichwort, denn der Arne-Eisenpo schmack den Mann. Hat mir vorgeschlagen, ich soll bitte 6 Darts erreichen. Das sind diese Dinger hier. Und mit diesen 6 Darts mindestens 5 Leute erschießen. Ich denke, das ist durchaus möglich. Hängt aber halt auch wieder sehr von der Lobby ab. Und natürlich auch von meiner Leistung. Mal sehen. Der Dart ist unfassbar schwer zu steuern, wenn ich frage. Ich werde hier den Annihilator benutzen. Habe ich noch nie benutzt. Aber sieht halt immer sehr lustig aus. Und die Waffe ist die Faro. Herrschaft. Ist eine Wurst schon weg? Oh. Ich gar nicht gemerkt, dass ich so schnell esse, ne? Ah, na warte, wenn ich die jetzt schon aufesse, dann habe ich nur eine Halbzeitwurst. Das kann ich so nicht machen. Noch ein bisschen. Okay, noch ein bisschen mit Senf. Alter, das kann ich jetzt auch wegtun. Ich sehe mal die ganzen coolen YouTuber mit ihren Xbox One und PS4. Und auf der Konsole sieht das Spiel so spaßig aus, ne? Die Leute bleiben stehen zum Schießen und so weiter. Also so richtig lustige Sachen. Und hier auf dem PC, Alter, alle springen die ganze Zeit. Hier passiert sonst nichts. Hä? Okay, kann man nichts zerschlagen. Ich komme. Ich will auch. Nice. Gleichen wir uns hier mal so ein bisschen an. Hier ist ja gar keiner. Ach scheiße, ich sehe schon wieder überall diese... das LED-Licht. Jawohl. Haben wir den? Oh nein! Ah! Fuck, der war so einfach. Ich hab den irgendwie voll übersehen. Der war einfach nicht in meinem Blickfeld. Oh! Der war einfach nicht in meinem Blickfeld irgendwie. Der hat irgendwo anders hingeguckt oder so. Aber hey, 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 hey. Wir haben Zeit. Da ist noch einer. Nein, was? Oh, campt er da in der Ecke. Fuck. Geht ein bisschen näher ran und guck mal. Da, genau, dann kommt natürlich der oben nochmal raus. Ja, da muss ich taktisch schlauer spielen. Auf der Konsole sieht das Spiel so schön aus, aber auf PC irgendwie nicht. Also erstmal muss man das Spiel mega hässlich einstellen mit einem stinknormalen Gaming-PC. Also jetzt nicht irgendwie einen schlechten PC, das habe ich nun bei weitem nicht. Muss man das richtig hässlich einstellen, damit es überhaupt läuft. Ey, diese Hüftfeuerwaffe hier, Hüftfeuer. Diese Waffe aus dem Hüftfeuer kann so problematisch sein. Soll ich bei B hinterlaufen? Traue ich mich das? Eine Drohne ist schon mal sehr nice. Damit haben wir unseren ersten Dart vielleicht sogar safe. Da haben wir den ersten Dart. Wir setzen ihn auch sofort ein, damit ich bloß nicht überleppe. Oh mein... Das war schwer. Jawohl. Ein Killer haben wir schon. Ja, läuft bei mir, ne? Nee, so nicht. Ey, der ist so schlecht zu steuern. Das ist so lustig. Hab ich? Oh, da hat er sich beschützt. Schade. Aber ich bin nicht gestorben. Das ist doch cool. Oh, nee, das ist meiner. Wo ist denn der Gegner? Durch den Rauch hat er mich gesehen. Oh, gut reagiert. Kann ich nichts sagen. Oh, lass mal probieren. Jetzt bin ich gespannt, wie gut ich damit umgehen kann.
Nein. Jo. Das Geile ist ja, dass es mehr Punkte bringt. Das finde ich total lustig, weil du dir eigentlich einen Vorteil verschaffst durch zum Beispiel übertriebene Waffe. Oh, hab ich den von erwischt. Und den jetzt auch noch? Wo sind? Oh, fuck. Noch einen. Hua. Ah, ich bin im Spawn drin. Oh, fuck, Alter. Oh, erst einen Dart. Ich möchte diese Wurst nicht essen. Da ist einer. Jo, hab ich beide bekommen, Alter. Jawohl. Aber diesmal läuft das auch. Also, das macht ja richtig Spaß. Oh, fuck, das. In den eigenen... Was mache ich denn da? Da springe ich da in den Tod rein. Das war nichts anderes. Ich springe einfach in den Tod rein. Ich hätte mich zurückziehen müssen. Huch, wollte gar nicht hoch. Ah! Oh mein Gott, das ist mein Tod, oder? Ja, da habe ich mich selber mit vollkommen verwirrt, dass ich da runtergefallen bin. Oh, Halbzeit, ich habe einen geschafft. Vielleicht doch zu schwer die Challenge für mich, Arne? Ich glaube schon. Ha, eine Zuckerwurst, ernsthaft? Oh, geil. Auf dem PC siehst du einfach nie jemanden stehen. Ich finde das so markant. Immer wenn ich auf die Konsole gucke, siehst du immer wieder Leute einfach stehen. Schießen, Sachen einnehmen oder sonst was. Das macht hier keiner. Du stehst hier nicht einfach rum. Ich hätte den 100 pro gehabt, hätte eine normale Waffe gehabt. Aber so ist das mit den Spezialisten. Ja, dann renn mir in den Weg, ey. Ah! Was? Also erstmal beeindruckend, dass er mich nicht getötet hat. Aber dann noch viel beeindruckender, glaube ich, dass ich den nicht getötet habe. Obwohl das überhaupt kein Problem gewesen wäre. Vielleicht ja gar keiner. Haben wir den? Er hat das gehört, ne? Ja, der hat das gehört. Und ich wollte mich sogar, weißt du, so schlau wie ich bin, wollte ich mich in Sicherheit bringen. Hat aber nicht geklappt. Hier ist ja gar keiner. Wer schießt auf mich? What? Wer? Hä? Wer hat eben auf mich geschossen? Das kann und würde ich nicht verstehen. Oh, hier hast du auch eine Granate. Gönn dir die Granate. Fuck, wie habe ich diese zwei Schüsse verfehlt? Also ich meine, der erste war einfach falsch, dass ich den nicht getroffen habe. Ich muss 6 von den Dingern schaffen. Dafür muss es ja perfekt laufen, ne? Alle Orte gesichert. Jetzt haben wir echt ein Problem. So, jetzt haben wir das Ding. Ja, okay, ich gehe zu C. Okay, was mit dem Typen? Warum steht er da rum? Uiuiuiui. Okay, ich habe noch einen Dart geschafft. Wir fliegen jetzt mal mit dem hier raus, komm. Hua. Nein! Was? Ich bin so Trottel! Oh mein Gott, das war so schlecht. Oh mein Gott. Aber es war trotzdem ein Dart. Das heißt, ich habe 2 Darts geschafft. Yay! Und noch ein Dart, komm schon. Jetzt aber. Hua. Wo ist er hin? 2 Dartabschüsse, nice! 3-3. Ich bräuchte aber noch 3 Darts. Das schaffe ich dann doch nicht mehr, glaube ich. Ah, das war so dämlich gerade. Ihr Drupper, lass mich hier weg. Oh Gott. Wo ist er hin? Wir laufen hier die ganze Zeit rum. Ich hab ihn gesehen. Fick dich, Alter. Hab ich den voll gegeben. Gegeben habe ich den. Oh Mann, schade, dass das Spiel schon vorbei ist. Hat richtig Spaß gemacht. Ich bin auf Gnaden los. Was? Wie geil ist das denn? Oh! Granate! Wo ist er denn? Ah, nein! Das ist schade. Das war, ich habe richtig gut gespielt. Mir hat es Spaß gemacht. Aber die Challenge trotzdem verloren. Nein! Hauptsache, ich gehe erstmal auf den Gnaden los. Aber krieg ich trotzdem nichts hin. Aber diese... Hauptsache, ich werf das Ding gegen das Dach. Oh. War das dumm, ey. War das dumm. Ich bin Erster geworden mit fast 2000 Punkten Vorsprung.
Die Faro kann so geil sein. 34,11, damit kann ich voll gut leben. Oh, es hat mega viel Spaß gemacht. Das auf jeden Fall. Aber ihr seht, mein Problem, ich hatte ja mal erzählt, dass ich eine KD von 1,39 habe. Auf jeden Fall war das vorher so. Die ist tatsächlich hier runtergegangen. Ich werde immer schlechter. Ich habe ja erzählt von den Aufwärmspielen, die so schlimm waren. Guckt euch das an. Das war richtig schlimm. 0,68, 0,33, 1,11, 0,5. Es hat so wenig Spaß gemacht. Aber dieses Spiel war richtig geil. Ach, schade. Und die Annihilator Pistol, die macht auch richtig Bock. Ich finde, die ist nicht overpowered, so würde ich nicht sagen. Aber in den Händen eines richtig guten Schützen. Fick mich weg. Oder nein, fick die anderen weg. Ja, wenn ich das Ding schon sehe, ne? Wenn ich das Ding schon sehe. Ah, ja. Ich war doch gut. Ich war doch gut. Ich hoffe, das wird nicht so schlimm wie die Nutella-Scheiße. Das war extrem, Alter. Es ist so knusprig. Aber vom ersten Anblick an könnte es schlimmer werden. Oh, sofort Gänsehaut. Das sagt, glaube ich, wieder alles. Boah. Oder mein Magen verprügelt mich gerade. Das gefällt dem gar nicht. Weil der erste Bissen ist immer noch so, ich ahne, es wird schlimm. Aber danach, es wird immer schlimmer. Es fühlt sich so komisch an, weil es knusprig ist. Ahne, ich kann nichts gegen deine Challenge sagen. Die war echt nice. Schön vorgeschlagen, gefällt mir richtig cool, hat Spaß gemacht. Man kann nicht alles haben, natürlich, ne? Ich hatte diesmal auf jeden Fall die bessere Team, das muss man auch mal erwähnen. Also wenn das andere Team mitgehalten hätte bei den Captures, wäre es vielleicht noch möglich gewesen, aber wir haben ja das Spiel sehr schnell beendet. Boah, ne, ist auf jeden Fall nicht so schlimm wie die Nutella-Challenge. Es ist äußerst ekelhaft. Aber die Nutella-Challenge war echt grenzwertig, muss man sagen. Für mich auf jeden Fall die beste Szene, wie ich den Dart in das Dach geschmissen habe. Also, geil. Ich würde mich freuen, wenn ihr mir eine richtig geile weitere Challenge stellt. Ich kann leider immer nur eine nehmen, deswegen verzeiht mir. Ihr habt teilweise echt so geile Challenges gestellt. Immer wieder richtig geile Challenges. Aber ich kann immer nur eine nehmen. Was soll ich dazu sagen? Nee, ich kann immer nur eine nehmen und deswegen versucht's weiter, wenn ihr Bock drauf habt. Wenn ihr keine Challenges stellt, könnt ihr auch gerne bei den anderen einfach nur einen Daumen hoch geben, dann sehe ich, worauf ihr Bock habt. Auch logisch, oder? Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Dach. Oh, meine Augen.